Hallo, hier ist Mario. Jetzt teste ich nochmal so einen Stabschrauber. Das ist vom Bosch Professional Bosch Go. Der kommt mit so einer Hülle an, Verpackung und da drin ist eine Box. Ja, hier ist erstmal eine Gebrauchsanleitung in sämtlichen Sprachen. Also Deutsch sind so circa 20 Seiten. Ich habe mal gesucht, etwas wegen dem Ladekontrollleuchte. Das war schon so ein bisschen ein Act, das überhaupt zu finden. Ansonsten ist es jetzt nicht gerade ergiebig. Ja? Ich denke, da gibt es aber auch nicht unbedingt viel jetzt an dem Teil zu erklären. So, das erste Problem, das ich hatte, ich kenne diese Art von Boxen nicht. Ja? Ich habe hier versucht, da drauf zu drücken. Seht ihr das? Muss man ein bisschen langsamer machen, sonst kommt die Kamera nicht mit. So, hier drauf drücken. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht hier beide draufdrücken und dann so ein Sicherheitsverschluss, dass es nicht einfach so aufspringt, aber dem ist nicht so. Das ist wohl so ein System, so ein Box-System. Box, Box, Box. Und das heißt Box L Mini oder sowas, ja. Ich schreibe euch das rein. Da gibt es verschiedene Systeme. Und anscheinend, also wenn ich mir das hier jetzt mal anschaue, hier. Und das hier, dann sieht es doch wirklich so aus, als ob das hier reinpasst. Und so ist es auch. Also es gibt so ähnliche Boxen wie die hier für, ich nehme mal Ersatzteile, Schrauben und sowas, die ich dann hier oder unten drunter reinpacken kann. Und wenn ich dann das Teil dabei habe, dann habe ich auch immer gleich das Zubehör, Schrauben und so weiter dabei. Also von dem her ist es praktisch, aber man muss es erstmal wissen. Ja? Aufgehen tut es hier an diesen zwei Klammern. So, dann ist hier ein Adapter zum Laden mit USB. Finde ich gut. Alles, was immer mit USB zum Laden ist, finde ich gut, weil das vereinheitlicht das. So, jetzt haben wir hier einen Haufen Bits. Das kann man so rumklappen, dann ist das weg und man kann es dann nachher hinstellen und hier so hochmachen. Also das ist natürlich praktisch. Sind ziemlich große Bits, ja, also ist jetzt nicht so irgendwas für so einen Feinmechaniker, also die Bits auf jeden Fall nicht. Aber mich interessiert es, weil ich mache ja einen Computerservice, unter anderem, also ich schraube auch alles Mögliche, aber hier steht zum Beispiel, also hier sind so eine Zeichnung auf der Verpackung, hier schraubt er an einem Laptop, hier an der Waschmaschine und hier repariert er wohl einen Stuhl, also bin ich mal gespannt. Dann ist das hier das Gerät, dieser Akku, dieser Schrauber, Akkuschrauber. Gott. Hier ist das Ladegerät mit einem, das Micro-USB. Ich fände es gut, wenn es mal einheitlich wäre, weil zum Beispiel jetzt, ich habe jetzt vorher meine, ich zeig das mal. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sieht. Ich bemühe mich mal ganz ruhig. So, das Mikrofon, was ich habe, ist ein Lavalier-Mikrofon, so ein Ansteckmikrofon mit einer Funkstrecke. Und hier ist zum Beispiel USB-C und hier ist Micro-USB. Ja, da wäre es doch ganz gut, wenn man das einfach zum Beispiel auf USB-C macht. Okay, so ist es. Dann ist hier nochmal so ein extra Bit dabei. Sieht sehr gefährlich aus, sieht aus wie so ein Geschoss. Impact, ja. Keine Ahnung, warum das jetzt so, warum da jetzt einer dabei ist. Ich weiß es nicht. Aber sieht auf jeden Fall mal gut aus und richtig wichtig. Hier ist noch mal eine Zeichnung. Da ist das Wichtigste irgendwo erklärt. Ja. So, machen wir das mal zur Seite. Jetzt legt gleich los. Also hier gibt es so eine Mittelstellung. Also hier habe ich so einen Schieberegler. Und hier habe ich so ein Aus, ist ja dieses Symbol, kennt man ja, ne? Und hier habe ich eine Ladekontrollleuchte. Die blinkt, also beim Laden auf jeden Fall, blinkt die. Und wenn er fertig geladen ist, dann leuchtet die komplett grün. Ja? Das ist ein bisschen blöd, dass es nicht so eine Anzeige ist, dass ich sehen kann, ah, ist der jetzt halb aufgeladen, dreiviertel aufgeladen und so weiter. Da ist diese Anzeige bei diesem anderen Bosch. Wie heißt da? Push Drive oder so? Push and Go.
Doch, Push Drive, aber steht auch irgendwas mit Push and Go auf der Rückseite, aber ich glaube, da heißt Push Drive. Hier ist, da hat er irgendwie mehrere Segmente, ja, dass man so ein bisschen sehen kann, wie weit bin ich jetzt mit der Aufladung dran. So, aber ich habe den, also den hier habe ich auch im anderen Video gestreift. Okay. Ist auf jeden Fall griffig. Hier vorne zum Drehen ist der Drehmoment. Man sieht hier Dreieck, also das ist sehr gut zu erkennen. Bisschen schwer zum Drehen, aber das ist auch, denke ich, wichtig, weil wenn das zu leicht wäre, dann stellt sich die ganze Zeit. Das wäre sehr nervig. Ja? Man kann bei dem hier, anders als bei dem anderen, kann man auch hier drauf drücken und hier zurück. Und hier ist die Nullstellung. Ja? Und ich kann hier, also wenn ich jetzt einfach hier drauf drücke, fängt da an, sich zu drehen. Ja? Beides. Also ich kann hier, wenn ich zum Beispiel mal nicht so viel Druck ausüben kann, will aber trotzdem, dass sie sich dreht, dann kann ich hier drauf drücken. Ja? Und hier dann die Drehrichtung einstellen. So, ich fange jetzt mal an hier, weil ich die Kamera gerade so eingestellt habe, mit dem Laptop. Das ist mein Laptop, das ist ein alter Laptop, ja. An dem, ich mache das jetzt mal hier nur das Bit rein, um das vielleicht so insgesamt besser ins Bild reinzukriegen. Ich muss mal schauen, seht ihr das jetzt? Ja, leider, leider. Ich mache das mal hier. Okay, da ist jetzt der Drehmoment. Jetzt seid ihr natürlich aus dem Bild draußen. Ich drehe das jetzt einfach mit der Hand rein. Natürlich nicht Sinn der Sache, ne? So, dann machen wir das mal hier ein bisschen besser ins Bild rein. Vielleicht hier hin. So, also zurück und dann füllen. Ja, das hört ihr ja. Der hat jetzt auch gleich die Schraube mitgenommen. Man kann das auch ohne weiteres magnetisch machen. Das ist natürlich dann auch praktisch. Wenn ihr es wieder reinmacht, müsst ihr euch natürlich überlegen, ob ihr das direkt macht oder ob ihr das erstmal ein bisschen ansetzt. Jetzt habe ich vergessen, hier das wieder auf kleinste Stufe zu stellen. So, das hört er ja hoffentlich. Und jetzt fühle ich mal, also ich habe ein ganz gutes Gefühl. Ich habe mein erster Berufskfz-Mechaniker, da schraubt man die ganze Zeit. Also da hat man irgendwann einen Drehmoment im Handgelenk, nachdem man erstmal viele Schrauben als Auszubildender abgerissen hat. Und das ist richtig geil bei dem. Ja? Also der hier hat auch der Push and Drive oder Push and Go, der hat hier auch Drehmoment, aber der ist zu stark. Ja. Aber auch, man muss auch fairnesshalber sagen, auf dem Karton siehst du auch nur so handwerkliche Tätigkeiten, aber nicht am Laptop, dass einer am Laptop schraubt. Ja? Und bei dem ist es, kann man den Drehmoment hier schwach einstellen, was super, super praktisch ist, was ich wirklich gut brauchen kann. Und das war jetzt gerade nicht so fest, also ich könnte sogar vielleicht noch eine Stufe fester machen. Ja? Das ist toll. Also, was gibt es noch zu sagen? Ja, hier ist das Lade zum Aufladen. Ja. Hier ist natürlich ein bisschen durch diesen Knopf, wenn man den jetzt in der Hand hat, dann kann der immer mal losgehen. Aber so viel Power und so weiter hat er jetzt nicht, dass der jetzt einen groß verletzt. Ja. Dann hier ist der Anschluss vom USB-Mikro, Micro-USB, genau. Da ist jetzt keine Klappe oben drüber, in so zum Beispiel so Bausituationen, wenn der dauernd dabei ist. Ob das nicht irgendwann verstopft und verdreckt, ja? Und was vielleicht noch praktisch wäre, gerade wenn man elektronische Teile mit elektronischen Teilen zu tun hat, wäre eine Beleuchtung hier. Andere Schrauber, teilweise für 20, 25 Euro, haben das. Also da habe ich auch schon Tests gemacht. Ich habe jetzt hier so eine Serie. Ich werde insgesamt, ich weiß nicht, ich schätze mal so 6, 7 so Schrauber, also gerade so Stabschrauber testen. Und ja, einen möchte ich auf jeden Fall behalten. So, jetzt schrauben wir nochmal
ins Holz. Jetzt mal schauen, ich habe jetzt den Drehmoment, den tue ich jetzt mal volle Kanne anziehen. Jetzt gehe ich mal auf rechts rum. Und ja, hat ordentlich Power, ausreichend. Also ich habe jetzt gerade so die linke Hand nur genommen, ich bin Rechtshänder. Man muss immer aufpassen bei so Sachen, wenn man die in der Hand hat. Also gerade wenn es noch stärker wird, dass man nicht so das Handgelenk irgendwie mal einen Schlag abkriegt, ja, wenn man es nicht richtig festhält. Das habe ich jetzt gerade nicht gemacht, das mache ich jetzt gerade auch mal nicht. Und normalerweise bremst er auch. Also das ist sehr gut bei dem. Vor allen Dingen, wenn ich aufhöre mit dem Druck, dann hat er so eine automatische Bremse, ja. Oder auch beim, ja. Ja, also insgesamt finde ich den, ich lege den mal irgendwie hier hin, dass ihr den seht. Ich finde den wirklich gut. Es gibt jetzt noch ein Go 2. Das macht mich natürlich neugierig. Der braucht aber gerade ein bisschen, der ist wohl gefragt. Der kostet irgendwas mit 64 Euro aktuell bei Amazon. Ich lege euch den Link nach unten. Das ist so eine Art Affiliate-Link. Also wenn ihr da das je kaufen solltet, dann kauft doch bitte über diesen Link. Dann ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss.